Der Vortrag heute Abend hat das Thema Atompolitik vor und nach Fukushima. Jetzt hat sich in Japan der Supergau ereignet. Eine sehr große Menge an radioaktiver Strahlung hat sich freigesetzt. Ein ganzer Landstrich ist auf womöglich unabsehbare Zeit verstrahlt. Die Metropolregion Tokio mit immerhin 35 Millionen Einwohnern ist von radioaktivem Niederschlag bedroht. Regierungen sind besorgt. Immerhin ersteht die kapitalistische Brauchbarkeit einer Nation, wenigstens eines gehörigen Teils von ihr, auf dem Spiel. Die freigesetzte Radioaktivität setzt viel in Frage, angefangen beim Umschiffen des Landes, beim Überfliegen des Territoriums, über den Export von Waren, das Anlanden ausländischer Frachtschiffe. Man kann schon sagen, die Rolle Japans am Weltmarkt ist zumindest in der bisherigen Form als eine der führenden Weltwirtschaftsmächte ein Stück weit in Frage gestellt. Das sind für ein Land Folgen wie nach einem Krieg. Die Öffentlichkeit hierzulande informiert breit über Sicherheitstechnik, über die Gefährlichkeit dieser Technologie. Sie zieht Vergleiche, fragt, wird Fukushima so gefährlich, so schlimm wie Tschernobyl? Man findet in Magazinen akkurate Auflistungen von größeren und kleineren Unfällen. So kann man beispielsweise erfahren, dass im Juni 2006 nur 7 Minuten, andere sagen nur 30 Sekunden fehlten und Forsmark 1 hätte eine Havarie mit einer Kernschmelze beendet. Forsmark 1 ist ein Atommeiler von Vattenfall an der Ostsee. Die deutsche Physikerin Frau Merkel sagt, die Realisierung des Restrisikos die gelte als praktisch ausgeschlossen. Nur nach einem halben Jahrhundert AKW-Betrieb scheint die Realisierung des Restrisikos eine gewisse Regelmäßigkeit gefunden zu haben. Da stellt sich schon die Frage, wenn diese Technologie so gefährlich ist, warum wird sie dann überhaupt betrieben? Mal eine Sache vorweg, nämlich, warum sie garantiert nicht betrieben wird. Nicht betrieben wird sie um der Versorgung der Leute wegen. Sie wird garantiert nicht dafür betrieben, dass es die Leute gemütlicher, komfortabler haben, dass sie irgendwie ihren Alltag einfacher bewältigen können. Das aber ist das Werbeargument von oben für die Kernenergie, wenn es heißt, ohne Atomstrom, da gehen bei uns die Lichter aus. Warum kann das nicht die Wahrheit sein? Wäre es so, dann würde das heißen, dass das Mittel der Versorgung für die darüber Versorgten deren Schädigung bedeutet. Das würde bedeuten, Gefahr der Verstrahlung fürs Zurechtkommen im Alltag. Es kann nicht zusammengehen. Da muss ein Irrtum vorliegen, das wäre komplett paradox. Wie sich es tatsächlich verhält, das will ich heute in dem Vortrag aufklären. Die deutsche Regierung sagt anlässlich von Fukushima, alles was man von der Katastrophe in Japan lernen könne, werden wir lernen. Zitat, Deutschland kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Nun, was lernt die Regierung anlässlich von dieser vor Augen geführten Gefährlichkeit der Kernkraft? Sie lernt erstens, Deutschland muss aus der Atomkraft raus. Und zweitens gleich, aber nicht sofort. Merkel sagt dazu, was wir brauchen, ist ein Ausstieg mit Augenmaß. Warum eigentlich nicht sofort? Warum eigentlich nicht sofort, wenn doch zugegeben wird, wie gefährlich und schädlich diese Sorte Technologie ist? Merkel gibt darauf eine Antwort. Ein Industrieland wie Deutschland, das kann nicht sofort auf Kernkraft verzichten. Das wäre schlecht für den Wirtschaftsstandort. Der Wirtschaftsstandort soll sich doch im Konkurrenzkampf gegen andere durchsetzen, soll sich darin behaupten. Stellt sich dann schon die Frage, worum geht es eigentlich bei diesem Wirtschaftsstandort, dass für dessen Förderung die Gefährdung und Schädigung von Land und Leuten in Kauf genommen wird? Mein Vortrag ist folgendermaßen gegliedert.
Der erste Punkt wird sich befassen mit der Stromversorgung im Kapitalismus. Der zweite Punkt dann wird insbesondere auf die Kernkraft eingehen, als eine Säule im nationalen Energiemix. Der dritte Punkt dann wird sich befassen mit diesem Verhältnis von Reaktorsicherheit auf der einen und der betrieblichen Rentabilität bzw. der Rentabilität von AKWs für den Standort auf der anderen Seite. Und mein letzter, vierter Punkt wird sein, welche Lehren hat Deutschland jetzt eigentlich aus Fukushima gezogen? Darin werde ich auch eingehen auf die Rolle, die die alternativen Energien für Deutschland spielen. Also im Stichwort Kernenergie, Kernkraft. 1977 gab es ja sehr große Widerstände gegen die Atomkraft und Atomreaktorwerke. Und dann haben die Atombefürworter eigentlich dieses Atom vermeiden wollen, weil das ja auch mit der Atombombe und mit der Atombewaffnung zusammenhängt. Und deswegen haben sie ja dieses Wort Kernenergie gefunden, weil das der Kern, kerngesund, kernlos, positiv besetzt ist. Deswegen würde ich dich eigentlich bitten, nicht diese Kernenergie, sondern Atomenergie zu benutzen. Ja, ich dachte es auch. Also es stimmt schon der Hinweis. Nur ich verwende es synonym. Also ob ich jetzt Kernenergie oder Atomenergie sage, also ich denke, es fügt der Sache nichts Richtiges hinzu oder es macht es auch nicht falscher. Also vielleicht sind Sie ein bisschen nachsichtig, wenn ich dann mal den anderen Begriff verwende. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Gut, ich würde jetzt mal loslegen. Der erste Punkt, die Stromversorgung im Kapitalismus. Die hiesige Wirtschaft, die soll sich im Konkurrenzkampf gegen andere Wirtschaften durchsetzen. Das Geschäft, das wachsen soll, das trifft auf verschiedenste Bedingungen. Eine dieser Bedingungen ist heute Thema, nämlich die Energie. Energie im Kapitalismus ist eine Ware. Das heißt, hat eine nützliche Seite und einen Preis. Man bekommt Energie nur gegen Geld. Das Bedürfnis nach Energie hilft erstmal nicht, dass man an die Energie auch rankommt. Man muss schon über die Zahlungsfähigkeit verfügen, man muss den Preis dafür hinlegen. Und das Bedürfnis nach Energie, das ist allenthalben vorhanden. Von der Produktion über den Transport, die Logistik, die Politik, der private Konsum, auch die Frage, wie komme ich überhaupt zur Arbeit, überall ist Energie vonnöten. Und mit diesen allzeit vorhandenen Bedürfnis nach Energie machen in Deutschland im Wesentlichen vier Energieunternehmen ihr Geschäft: E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall. Das heißt, sie geben der Energie einen Preis und dieser Preis, mit dem hat es folgende Bewandtnis. Er geht als Teil des Kostpreises in die Produktion jedes Unternehmens ein. Das bedeutet, wenn die Energie hier teurer ist als anderswo, dann ist die Gewinnrate, die durchschnittliche, hier auf dem Standort tendenziell geringer, wenn alle anderen Bedingungen als gleich gesehen werden. Das heißt auch, das Wachstum ist dann entsprechend geringer. Der Staat will aber gerade das Wachstum fördern. Er will es ja für sich als Steuerquelle nutzen. Das macht die Energie zu einer besonderen Ware. Deshalb wird auch die Bewirtschaftung der Energie nicht einfach den Unternehmen überlassen. So, Geschäft in Deutschland soll sich überall ansiedeln können. Dafür braucht es erstens mal eine flächendeckende Energieinfrastruktur. Flächendeckend bedeutet, dass auch da, wo es aktuell kein Geschäft gibt, wo aktuell kein Unternehmen ist oder hin will, auch da soll eine Voraussetzung für Geschäft da sein, auch da soll Energie verfügbar sein. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass dort die Bereitstellung von Energie erstmal aktuell kein Geschäft verspricht. Das ist ein erster Punkt, wo man sieht, dass die Energiebewirtschaftung eine Staatsaufgabe ist.
Energie muss überhaupt vorhanden sein, aber auch ausreichend. Ausreichend heißt, die Produktion, die brummt mal mehr, mal weniger. Es gibt Produktionsspitzen und für die müssen auch Stromkapazitäten da sein. Ja. Die Atomkraft bietet an der Stelle einen bestimmten Nutzen, nämlich sie liefert eine verlässliche Grundlast. Das heißt, AKWs, die werden permanent unter Volllast betrieben und damit lässt sich dann rechnen. Der zweite Punkt, nach dem Energie flächendeckend zur Verfügung gestellt werden soll, geht es auch darum für den Staat, dass die Energieversorgung für den Standort sicher ist. Sicher geht nach zwei Seiten hin. Es hat eine quantitative Seite, das meint, dass stets mehr Energie zur Verfügung gestellt werden muss, als es aktuell Bedarf nach ihr gibt. Das liegt einfach daran, der Staat setzt auf Wirtschaftswachstum, darauf, dass mehr Geschäft stattfindet. Und das Wachstum geht in der Regel auch einher mit einem wachsenden Bedarf nach Energie. Aus dem wachsenden Energiebedarf sollen nicht elektronische Blackouts folgen, also ein Ausfall von Produktion. Das wäre schlecht für die Produktionsziffern, für die Unternehmensbilanzen, letztlich für das Wachstum. Also gilt es, Kapazitäten vorzuhalten. Auch das Vorhalten von Kapazitäten, macht die Energiebewirtschaftung zur Staatsaufgabe. Der Grund ist folgender. Energieunternehmen, die wollen ihre wahre Energie, wie jedes Unternehmen, verkaufen. Sie wollen damit ein Geld machen. Energie mit Gewinn verkaufen ist eine Sache. Eine ganz andere ist, sie in Speichern zurückhalten. Der zweite Punkt von sicherer Versorgung geht auf die Verfügbarkeit. Es geht auf das Außenverhältnis. Andere Staaten wollen ihr Geschäft machen. Von anderen Staaten will man Energie beziehen. Darin ist eine prinzipielle Unsicherheit. Es sind nun mal andere Souveräne, die als Souveräne über ihre Energierohstoffe nicht darauf gewartet haben, Deutschland mit Energie zu versorgen, sondern ihrerseits versuchen, ihren Standort, ihre Wirtschaft damit voranzubringen. Das andere ist, wenn man dann sich auf Konditionen mit Energielieferländern geeinigt hat, meinetwegen man hat eine Pipeline, durch die Öl oder Gas fließt, die geht durch mehrere Staaten, hat man schon wieder einen Unsicherheitsfaktor. Diese ganzen Staaten, die Transitstaaten, ja, die müssen die Energie erstmal durchlassen. Dann darf es nicht zu Streitereien kommen zwischen den Transitstaaten und dem Staat, der das Öl in die Pipeline einspeist. Alles schon vorgekommen, alles Gründe, weshalb der Staat hier Momente von Unsicherheiten sieht. Und auch an dieser Stelle ist die Atomkraft für den Staat von besonderem Nutzen. Es gibt einen prinzipiellen Unterschied zu anderen Energien, zu Kohle, Gas oder Öl. Bei der Atomkraft, da kommt es ganz stark auf die entsprechende Technologie an. Die braucht man. Ansonsten braucht es nur sehr wenig Ausgangsrohstoff. Und damit, mit der nötigen Technologie und etwas Ausgangsrohstoff, lässt sich eine quasi unerschöpfliche Menge an Energie produzieren. Wenn man dann, wie bei einem geschlossenen Brennstoffkreislauf, oder zumindest über den Zugang zu einem verfügt, dann ist der Energieoutput extrem dehnbar. Daraus folgt, man hat mit der Atomkraft eine neue, vergleichsweise unerschöpfliche Energiequelle. Und weil eben nur sehr wenig Rohstoff nötig ist, deshalb ist die Atomkraft auch ein Beitrag zur Energiesicherheit. Abhängigkeiten von Rohstoffländern und die angesprochenen Unwägbarkeiten langer Transportwege durch verschiedene Transitstaaten, die werden dadurch gemindert. Schlicht aus dem Grund, weil eben nicht dauernd tonnenweise Nachschub an Energierohstoffen benötigt wird. Und der dritte Punkt, nach flächendeckend und sicher, ist, dass die Energie, was die Standortkonkurrenz anbelangt, billiger zu sein hat als anderswo. Ich habe diesen Punkt vorhin schon mal ausgeführt. Der Preis soll hier günstiger sein im Vergleich zum Ausland. Nur so ist der Preis nicht nachteilig für die hiesige Wirtschaft, für das angestrebte Wachstum.
auch an dieser Stelle ein Nutzen der AKWs. Sie liefern konkurrenzmäßig billigen Strom. Da kann man natürlich gleich sagen, aber AKWs sind doch sehr, sehr teuer. Bestimmt, was es alles braucht an Kosten um sie herum und dass sie überhaupt mal stehen, das ist enorm. Darauf werde ich auch gleich noch genauer eingehen. Aber stehen sie einmal, dann liefern sie zumindest für die Betreiber vergleichsweise billigen Strom. Grund ist schlicht der, dass es für die Produktion des Stroms einfach nur die Technologie braucht, über die muss man verfügen und dann braucht es eben nur eine geringe Menge an Ausgangsrohstoff an Uran. So. Das Ganze, diese drei Interessen, von denen ich gesprochen habe, das macht der Staat jetzt nicht in Eigenregie. Das macht er nicht als Staatsunternehmen, sondern in Deutschland machen es private Energieunternehmen. Die machen ihr Geschäft nur dann, wenn es für sie eins ist, wenn es sich für sie also lohnt. Also bedarf es der staatlichen Einmischung. Das private Geschäft soll etwas leisten, was gar nicht sein Zweck ist, nämlich die allgemeinen staatlichen Interessen an der Energiebewirtschaftung, dass die Energie eben flächendeckend, sicher und konkurrenzmäßig billig zur Verfügung steht. Private Energieunternehmen haben das Interesse, aus Energie ihren Gewinn zu ziehen, aber das nicht. Also braucht es staatliche Einmischung und die sieht folgendermaßen aus. Zum einen gibt es Subventionen. Subventionen, damit das Gewinninteresse der privaten Unternehmen auch dann zum Zuge kommt, wenn sie zum Beispiel entlegene Regionen des Territoriums mit ihrer Energie erschließen. Zum anderen, die vier großen Energieunternehmen sind Energiemonopole. Sie sollen die Preise aber nicht nach eigenem Gutdünken festlegen und so am Ende andere produzierende Unternehmen schädigen. Sie haben die Preise vielmehr abzusprechen mit einer staatlichen Behörde. Das war mein erster Punkt. Ich komme sonst jetzt zu meinem zweiten Punkt, der Kernkraft als einer Säule im nationalen Energienetz. Also die Energiebewirtschaftung soll sicher sein, flächendeckend und konkurrenzmäßig billig. Alles staatliche Interessen und alles Gesichtspunkte, bei denen die Atomenergie ihren Nutzen hat. Deshalb setzt der Staat auf sie, deshalb hat er auch dafür gesorgt, dass es sie überhaupt gibt. Die Atomkraft ist ein Produkt staatlicher Entscheidung. In anderen Staaten, beispielsweise in den USA, in der Sowjetunion oder in Großbritannien, da war gar nicht im Ausgangspunkt das Interesse die zivile Nutzung der Atomkraft, sondern da war das Ausgangsinteresse das Haben wollen der Atombombe. Eine Atombombe setzt eine ungeheure Menge an Energie frei und deren Zerstörungskraft hat Staaten begeistert, weil sie in der militärischen Konkurrenz ein Argument sind. Als sie die dann hatten, haben sie sich gedacht, naja, vielleicht lässt sich diese Energie auch noch anders nutzen. Nicht nur für die militärische Konkurrenz, sondern auch für die ökonomische Konkurrenz. Also haben sie Forscher beauftragt, die unkontrollierte Kettenreaktion kontrollierbar zu machen. Deutschland, ein Verliererstaat nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland war die militärische Nutzung der Atomkraft untersagt. Auf die zivile Nutzung wollte Deutschland nicht verzichten. Jetzt hat sich Deutschland daran gemacht, selbst als Subjekt in diesem Bereich die Atomkraft überhaupt erst ins Leben zu rufen. Warum der Staat selber? Der Grund ist der, dass kein Kapital, kein privates Kapital, das für so ein Unternehmen, für die Erforschung, die Entwicklung und schließlich die Installation nötige Kapital aufgebracht hätte. Der Staat hat die Sache sehr ernst genommen, sieht man daran, er hat erst einmal sich ein Atomministerium eingerichtet, das gibt es auch heute noch als Unterabteilung des Bundesumweltministeriums. Er hat die Forschung beauftragt, er hat Forschungsinstitute und Forschungsreaktoren in Auftrag gegeben, beispielsweise Deutschlands ersten Forschungsreaktor München in Garching oder das Kernforschungszentrum Karlsruhe.
Der Staat hat auch die ersten AKWs finanziert und er hat verfügt, dass im Falle eines Super-GAUs die gesamte Gesellschaft haftet, was die Schäden anbelangt. Es gibt einfach für einen Super-GAU keine Versicherung. Die AKW-Betreiber haften zu lassen für solche eventuellen Schäden, würde bedeuten, dass kein privates Unternehmen in diesen Bereich investiert. Es wäre viel zu riskant. Sie gar nicht in Haftung nehmen, das wollte er auch nicht. Also gibt es in Deutschland eine Haftungsobergrenze, die ist bei 2,5 Milliarden. Was das Abwracken anbelangt, auch hier, Unternehmen sollen nicht das zahlen, was an Kosten dort auf sie zukommen, sondern es gibt auch hier eine Deckelung. Sie müssen eine Rücklage bilden von 1,1 Milliarden Euro. Schließlich, was die Endlagerung anbelangt, da ist für den Staat ganz klar und auch sonst für jeden, dass das Staatsaufgabe ist. Das übernimmt er. Der Grund ist einfach folgender. Die Endlagerung ist bis heute ein technologisch gesehen völlig ungelöstes Problem. Man weiß einfach nicht, was mit diesem strahlenden Schrott zu geschehen ist. Weil es technisch ungelöst ist, ist auch die Frage, was kommt da an Kosten auf einen zu? Völlig unkalkulierbar. Mein Fazit an der Stelle. Die Atomkraft als Auftragsarbeit, die geht überhaupt nur als privates Geschäft, weil der Staat die Unternehmen bei den Kosten entlastet und sie stattdessen in der gesamten Gesellschaft aufherrscht. An der Atomkraft überzeugt den Staat ihre Nutzenbilanz. Man hat mit ihr eine unerschöpfliche Energiequelle. Mit ihr lässt sich entschieden unabhängiger vom Ausland Strom produzieren als bei fossilen Energien. Und hier will ich noch ergänzend sagen, die dadurch gewonnene Autarkie, die zielt für einen Staat wie Deutschland nun gar nicht darauf, sich selbst genügsam auf sein Territorium ausschließlich zu beziehen, sich abzuschotten. Sie zielt auch nicht darauf, aus Öl, Gas oder Kohle rauszugehen, wenn doch der Atomstrom so günstig ist. Der soll nicht ersetzt werden, sondern für Deutschland sollen die bisherigen Energieträger durch die Atomkraft sehr machtvoll ergänzt werden. Damit meint er Folgendes. Der deutsche Staat will Energien diversifizieren. Im Diversifizieren, also im Aufsplitten auf viele verschiedene, sieht er eine Gelegenheit, Abhängigkeiten zu reduzieren, zum einen von einzelnen Rohstoffen und zum anderen auch von den Rohstofflieferanten. Die Idee dabei ist folgende: Wenn es mehr Energielieferanten gibt und mehr verschiedene Rohstoffe, dann bin ich nicht auf das Diktat von einem angewiesen. Dann kann ich umgekehrt eher sie gegeneinander ausspielen, mal fragen, ja, wer wird es mir eigentlich billiger? Wenn die eine Energie gerade weltmarktpreismäßig sehr hoch ist, kann ich vielleicht ein Stück weit auf eine andere ausweichen. Insofern ist der Energiemix ein Mittel, sich ein Stück weit unabhängiger zu machen. Was die Unabhängigkeit anbelangt, ist die Atomkraft für den Staat sogar in doppelter Hinsicht von Nutzen. Einerseits ist sie eine weitere Säule im nationalen Energiemix und andererseits sind die deutschen Unternehmen, die in diesen Bereich gehen, selbst Anbieter von Energie. Man ist gar nicht mehr nur auf der Seite der Nachfrage. Man ist selbst auf der Anbieterseite und die Nützlichkeit der Atomkraft, die ganzen Nützlichkeiten, die ich gerade angesprochen habe, unerschöpfliche Energiequelle, die einmal in der Welt ein profitables Geschäft verspricht, das den Standort befördert, das macht die Technologie, die AKW-Technologie selber zu einem Exportschlager. Siemens ist in diesem Bereich stark vertreten. Es macht ein internationales Geschäft mit AKW-Technologie mittlerweile, vor allem auch stark mit der Technologie zum Abpacken von AKWs. Naja, und den Staat, den freut das mit Blick auf seine nationale Wachstumsbilanz. Nur, der ganzen jetzt angesprochenen Nutzenbilanz, der steht eine sehr existenzielle Schadensgefahr auf der anderen Seite gegenüber. Und damit komme ich jetzt zum Pferdefuß der Atomkraft.
nämlich ihrer Gefährlichkeit und wie der Staat damit umgeht. Also Punkt 3. Reaktorsicherheit und betriebliche Rentabilität. Jetzt will ich erstmal was sagen zu dem Widerspruch der Atomkraft. Einerseits gibt es die Atomkraft, weil sie nützlich ist für den Standort. Andererseits ist der Betrieb von AKWs eine laufende Gefährdung eben dieses Standorts. Das Wunschergebnis der Atomkraft ist, über die Kernspaltung Wärmeenergie in Form von Wasserdampf freizusetzen. Der Wasserdampf soll eine Turbine antreiben und die soll Strom liefern. Dieses Wunschergebnis findet statt. Das Produzieren des Stroms, diese Abteilung wird beherrscht. Nur dabei wird die ganze Zeit Strahlung freigesetzt. Radioaktive Strahlung findet in Form von Kühlwasser und Dampfauftritt mehr oder weniger gefiltert den Weg ins Freie. Strahlung ist für den Menschen freilich nicht schädlich. Was die Technik im Reaktor anbelangt und am AKW, ist sie ein einziges Abschirmproblem. Da ist es mal wichtig festzuhalten, dass wenn der Staat die Atomkraft ins Leben ruft, er damit jede Menge Schäden, jede Menge Gefahren für Land und Leute in Kauf nimmt. Das Verhältnis, das wir jetzt hier vor uns haben, Schaden für Land und Leute auf der einen Seite und der Ertrag von den Dingern auf der anderen Seite, das ist ein, ich will mal sagen, sehr eigentümliches Verhältnis. Eigentümlich insofern, die beiden Seiten, die haben überhaupt nichts Gemeinsames. Das ist ein Verhältnis, das, logisch würde man sagen, inkommensurabel ist. Das ist unvergleichbar. Vergleichen kann man Sachen, die sich in einer Eigenschaft identisch sind, die eine Eigenschaft beide haben, in der sie sich quantitativ voneinander unterscheiden. Aber was sollen denn die beiden Seiten, Schaden für Land und Leute und der Ertrag, Gemeinsames haben? Naja, der Staat hat dieses logische Problem nicht. Der macht die Sache schlicht praktisch vergleichbar. Und das macht er kapitalistisch sehr sachgerecht über das Geld. Der Schaden wird von ihm als mögliche Kost bilanziert und außerdem als Ausfall kapitalistischer Brauchbarkeit. Auf der anderen Seite stehen Kosten für Sicherheitstechnik. Sicherheitstechnik am AKW soll und kann einen Störfall nicht unmöglich machen, aber sie kann ihn weniger wahrscheinlich machen. Man kann da zum Beispiel mal an Notkühlsysteme denken. AKWs müssen ständig gekühlt werden. Wenn die Hauptkühlung ausfällt, braucht es eine Notkühlung. Wenn die Notkühlung ausfällt, braucht es eine zweite Notkühlung. Wenn die ausfällt, ist es gut, wenn es eine dritte gibt und so weiter. Von der technischen Seite her lässt sich da auch keine Grenze ziehen. Da kann man nicht sagen, ja, wenn es jetzt 2, 3 oder 4 Notkühlungen gibt, dann ist die Sache sicher. Nein, dann ist eine Kernschmelze weniger wahrscheinlich. Ausgeschlossen ist sie nicht. Aber jetzt gibt es ja das Interesse, dass AKWs gehen sollen. Und dafür wird an dieser Stelle die Mathematik benutzt. In der Mathematik wird gerechnet und an dieser Stelle sieht die Rechnung so aus, da wird multipliziert und zwar, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Schadens, wird multipliziert mit dem zu erwartenden Schaden. Das Produkt davon, das ist das Risiko eines Schadens. Da gibt es jetzt ein paar fragende Gesichter, wo es um die Mathematik geht. Dann mache ich vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Diese Wahrscheinlichkeitsrechnerei, die hat zwei Seiten, eine eher handfeste und eine eher ideologische Propagandaseite. Ich fange mal mit letzterer an. Propaganda meine ich insofern, als dass die Wahrscheinlichkeitsrechnerei auch von oben verwendet wird, um die Atomkraft beim Volk durchzusetzen als eine, von der man denken soll, ja, das ist schon sicher. Da werden dann zum Beispiel Ergebnisse von der Wahrscheinlichkeitsrechnung der folgenden Art hergenommen. Wie Reaktoren des Typ Biblis, bei denen es ein
Super-GAU einmal in 1666 Jahren wahrscheinlich. Damit wird agitiert. Agitiert insofern, als damit versucht wird zu suggerieren, dass wenn es nur einmal in 1666 Jahren passiert, dass es dann ja doch noch recht lange hin sein müsse. Das ist ein Missverständnis. Weil Wahrscheinlichkeitsrechnung rechnet mit zufälligen Ereignissen. Das heißt nicht, dass die noch lange hin sein müssen, sondern die können jederzeit eintreten. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Auch jenseits der Propaganda findet Wahrscheinlichkeitsrechnerei statt. Sie wird getrieben und ein Bestandteil von ihr ist die Sicherheitstechnik. Da ist jedem klar, mehr Sicherheitstechnik macht einen GAU unwahrscheinlicher. Die Grenze der Sicherheitstechnik bildet aber dabei nicht die Technik, nicht die Frage, was ist technisch überhaupt machbar, sondern die Rentabilität des AKWs. Dabei wird viel gewusst. Dabei wird gewusst, dass Radioaktivität entsteht, dass sie nicht aufhört, auch nicht nach Herunterfahren des AKWs, dass eine Kühlung dauerhaft notwendig ist, auch ebenfalls nach Runterfahren des AKWs. Es wird auch gewusst, dass haufenweise strahlender Schrott entsteht. Und was folgt daraus? Eine Daueraufgabe an die Technologie. Sicherheitstechnik gibt es dafür, dass ein Unfall nicht gleich zur Katastrophe führt. Dabei darf die Sicherheitstechnologie nicht so kostspielig sein, dass das AKW am Ende nicht mehr rentabel ist. Also soll Sicherheit herrschen, aber sie soll nicht herrschen anstatt der Rentabilität, sondern für die Rentabilität. Und daraus folgt eine Umkehrung. Beim Betrieb von AKWs, da wird nicht aus einem Schadensfall geschlossen auf die Gegenmaßnahmen, die notwendig sind, auf den technischen und den finanziellen notwendigen Aufwand, um so etwas zu verhindern, sondern umgekehrt. Welchen Sicherheitsaufwand muten wir unseren Meilern zu, ist hier die Frage. Daraus leiten sich Unfallszenarien ab, für die der Meiler ausgelegt sein muss. Und seitdem gibt es die Unterscheidung Störfälle auf der einen Seite und Unfälle auf der anderen Seite. Das ist nun eine Unterscheidung, die hat nichts mit Einsicht in die Natur zu tun. Die hat nichts damit zu tun, dass man da ein physikalisches Gesetz rausgekriegt hätte, sondern die folgt einzig einem staatlichen Gesetz. Einem von oben verfügten, das sich den Notwendigkeiten des Standorts auf jeder Zeit flexibel anpassen lässt. Ich will dazu mal ein Zitat aus dem Handbuch Kernenergie vorlesen. Begrifflich ist in diesem Zusammenhang klarzustellen, Störfälle liegen vor, wenn vom Normalbetrieb abweichende Anlagezustände durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen beherrscht werden. Unfälle liegen dagegen bei Ereignisabläufen vor, die infolge fehlender Sicherheitseinrichtungen nicht beherrscht werden. Gegen diese braucht die Anlage nicht ausgelegt zu werden. Für den rentablen Betrieb von AKWs, da gibt es auf der einen Seite zu beachtende Risiken. Unter die fallen die Störfälle. Ein AKW-Betreiber muss dafür sorgen, dass er technologisch auf dem Stand ist, Störfälle zu meistern, zu verhindern, dass Störfälle zur Katastrophe, zu Unfällen führen, zu weiterführen. Die Risiken muss er in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite gibt es für den Betreiber unbeachtliche Risiken. Gegen die müssen auch keine Vorkehrungen getroffen werden. Jetzt ist es nicht so, dass die für den Betreiber unbeachtlichen Risiken überhaupt keine Beachtung finden würden. Die finden schon Beachtung, aber eben beim Staat. Es gibt eine staatliche Atomaufsicht, die erstellt Sicherheitskataloge, in denen werden Gefahren überwiegend durch externe, nennen sie das, externe Faktoren, hervorgerufene Gefahren festgehalten, wie zum Beispiel Flugzeugabstürze, Erdbeben, Terrorangriffe, aber auch sowas wie Kühlmittelleitungsbrüche mit gravierenden Konsequenzen. Diese ganzen Gefahren, die werden in den Sicherheitskatalogen registriert und abgeheftet, und zwar unter der Rubrik Restrisiko.
damit mit dem Verhältnis von Risiken und Restrisiken, von zu beherrschenden Störfällen und Unfällen, gegen die der Betreiber keine Vorkehrungen treffen muss. Mit diesem Verhältnis wird kalkulatorisch umgegangen. AKWs sollen nützlich sein und deshalb muss gegen einen Rest an Risiken nicht vorgebeugt werden. Rentabel sind AKWs umso mehr, desto übersichtlicher der Katalog an zu beherrschenden Störfällen ist. Und von oberster Stelle vom Bundesverfassungsgericht wurde 1978 diesem Verhältnis auch Recht gegeben, ich zitiere: Einigkeit besteht darüber, dass diese Risikovorsorge nicht die Ausschaltung jeglichen Risikos mit absoluter Sicherheit erfordert, da ansonsten die Nutzung der Technik nicht mehr möglich wäre. Man sieht hier, inwiefern die Nutzung der Technik und die kapitalistische Nutzung der Technik für Juristen ein und dasselbe ist. Da ist unrentabel gleich unmöglich. Da wird schon gar nicht mehr unterschieden. Nochmal zurück. Auf der anderen Seite. Die Folgen eines möglichen Unfalls. Die sind drastisch. Die sind drastisch, was die Verstrahlung von Land und Leuten anbelangt und damit vom Staat her gesehen, dass auch den Ausfall von Territorium für die kapitalistische Benutzung. Das ist das, was man jetzt auch in Fukushima vorgeführt bekommt. Auch hier muss man sagen, dieses Verhältnis, der Nutzen der AKWs für den Standort und strahlentote, krebskranke, verstrahlte Böden auf der anderen Seite, das ist ein Verhältnis, das ist nur im Kapitalismus kommensurabel. Hier ist wieder Geld das gemeinsame Drittel des Vergleichs. Bei der Rendite ist es kein Problem, die wird sowieso in Geld gemessen. Und bei den Strahlentoten, bei den menschlichen Opfern, da gilt es, die zu übersetzen in Geldgrößen, in Wachstumseinbußen. Und das macht die Politik bzw. lässt sie machen mit Risikostudien, die sie in Auftrag gibt. Die machen den Super-GAU zu einer Rechengröße. Da will ich mal ein Beispiel bringen, und zwar eine Risikostudie, die 1992 von der Uni Münster rausgegeben wurde. Sie hat den Titel Abschätzung der Schäden durch einen sogenannten Super-GAU. Ich zitiere. Bei der Bewertung von Gesundheitsschäden wendet Hohmeier die Humankapitalmethode an. Er berechnet für einen Krebstod Produktionsverluste von 20 Erwerbsjahren a 50.000 D-Mark. Also eine Summe von 1 Million D-Mark. Ein nicht tödlich verlaufender Krebsfall kostet die Volkswirtschaft nach seinen Annahmen 500.000 D-Mark, weil 10 Erwerbsjahre ausfallen. Hierzulande mit den Leuten gerechnet wird, nämlich einfach als Ressource für Staat und Kapital. Da wird nicht die Frage gestellt, was heißt ein Super-GAU für die Leute? Da wird die Frage gestellt, was heißen die Ausfälle an menschlichem Inventar für den Standort? Naja, wie auch immer, Nutzen und Schaden, wie auch immer, die Kalkulation von Risiko und Restrisiko ausfällt. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, was das Restrisiko für die Leute bedeutet. Ich zitiere es nochmal. Die verbleibenden Ungewissheiten sind unentrinnbar und insofern als sozial adäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen. Die Gefahren der Atomkraft werden da als Ungewissheiten besprochen, als welche, die unentrinnbar sind. Das wird gerade so getan, als sei das wie eine Gefahr der Natur, wie ein Erdbeben, wie eine Schicksalsfrage. Das ist schon ein Ding. Insofern, als die Atomkraft nicht irgendwas ein Naturprozess ist, das ist er, aber der hat zur Voraussetzung, dass der Staat ihn überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Das ist doch ein Produkt staatlicher Entscheidung. Insofern hat doch der Staat die Ungewissheiten der Atomkraft den Leuten überhaupt erst beschert
und überhaupt erst dafür gesorgt, dass sie für die Leute auch wirklich unentrinnbar sind. Was die Politik also zum Restrisiko definiert, das haben die Leute zu tragen, die davon die Opfer sind. Ich käme jetzt zu meinem letzten großen Punkt, zu der Frage, was eigentlich für Lehren Deutschland aus Fukushima gezogen hat. Es sei denn, es gibt jetzt schon Fragen oder Einwände. Ich würde nur mal nachfragen, ob ich das irgendwie richtig verstanden habe, den Punkt mit der Kalkulierbarkeit. Also, du hast zuerst gesagt, die Atomenergie ist eigentlich, die Kosten dafür sind nicht kalkulierbar, deswegen übernimmt der Staat es und lasse es nicht den Atomunternehmen selber an, den Normalbetrieb schon zu versichern, erst recht bei den Schäden, was da passieren kann. Aber er kalkuliert es, wie geht das, indem er Wahrscheinlichkeiten mit Schadensgrößen multipliziert. Also so macht er das kalkulierbar. Also indem man sagt, was passiert, wenn, was weiß ich, der folgende AKW geht durch, die Feuerwehr ist gerade da und es Ostwind, dann ist folgender Schaden. Und dann gibt es halt auch eine Möglichkeit, also es ist nicht kalkulierbar, bezieht sich darauf, ob das was alles passieren kann. Und er rechnet dann bei allem eine Wahrscheinlichkeit auch mit einer, er rechnet daraus einen möglichen Schaden. So kalkuliert das. Also so geht es. Weil kann man einmal das Urteil nicht kalkulierbar, aber sagt eben, er kalkuliert es eben. Also genauso macht es in dieser Wahrscheinlichkeit. Ja. Also das nicht kalkulierbar habe ich natürlich auch gemeint, was das Verhältnis selbst anbelangt. Das Verhältnis, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht auf. Das ist das Verhältnis von Schaden und Nutzen, von Ertrag für den Standort und Schaden für Land und Leute. Dieses Verhältnis, das geht logisch gesehen nicht, aber er macht es praktisch. Vielleicht hilft es, wenn ich hierzu nochmal aus einer Studie zitiere, wo die Schadenserwartung gerechnet wird. Also, dass man mal sieht, inwiefern der Staat, der ja solche Studien in Auftrag gibt, tatsächlich an den Ergebnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung durchaus ein Interesse hat. Also auch aus derselben Studie, aus der ich vorhin schon zitiert habe. Die Studie Abschätzung der Schäden durch einen sogenannten Super-GAU kommt zu dem Ergebnis, dass beim Super-GAU eines Reaktors vom Iblis-Typ Schäden von annähernd 10,7 Billionen Mark entstehen können. Weil ein solcher Unfall rein rechnerisch in Deutschland nur, das hatten wir vorhin schon, einmal in 1666 Jahren zu erwarten ist, beläuft sich der jährliche Schadenserwartungswert auf 6,42 Milliarden Mark oder 4,3 Pfennig je Kilowattstunde Atomstrom. Also da will ich mich gar nicht einmischen, ob das sauber gerechnet ist, ich nehme es an. Aber man sieht da schon, der hat daran ein Interesse, das bilanziert zu bekommen. Zu wissen, was kostet es ihm, und zwar in Eurocent oder damals in D-Mark vielleicht. Wobei man natürlich sagen muss, dass die 4,2 Pfennig nie auf den Atomstrom draufgeschlagen werden, sondern als staatliche Vorsorge, sondern es ist offensichtlich dem Staat wert, so viel ein so teures Risiko einzugehen, wenn die Atomtechnologie vor allen Dingen auch Weltmarktführer werden kann, dafür weltweit konkurrenzfähig sein kann. Das scheint dem Staat wert zu sein. Ja, wie schon gesagt. Weil direkt in Rechnung gestellt kriegt es ja niemand. Ja, wie schon gesagt, also in Rechnung gestellt kriegt es erstmal niemand. Er ist an den Nutzen der AKWs für den Standort, für die Beförderung der Wirtschaft interessiert und dafür nimmt er einfach die Risiken und Schäden erst einmal in Kauf. Aber natürlich setzt er darauf, dass es zum Super-GAU nicht kommt. Aber das ist einfach der Widerspruch, den man da an der Materie Atomkraft hat. Sie nutzt solange sich das Restrisiko nicht realisiert, solange es eben nicht zum Super-GAU kommt. Dann ist sie sehr schädlich für den Standort. Mit diesem Widerspruch, in dem treibt er sich einfach bei rum. Und in dem Widerspruch, da wird die Wahrscheinlichkeitsrechnung benutzt.
um das Verhältnis von Sicherheit und Rentabilität auszutarieren. Wie viel Sicherheit will man sich leisten und wie viel Sicherheit kann man zumuten, ohne dass der Meiler unrentabel wird. Völlig einverstanden, auch da würde ich jetzt auch hinkommen, das ist jetzt auch mein vierter Teil, welche Lehren zieht jetzt eigentlich Deutschland aus Fukushima und sonst nehme ich das mal als Überleitung. Der Frage, was heißt, wie ich neu berechnen muss? Und das werden wir jetzt gleich sehen, machen auch neue Sicherheitsüberlegungen sich an der Rentabilitätsrechnung auch dann geltend. Und wie das geht, darauf komme ich jetzt gleich. Erstmal, Deutschland schaut sich Japan an anlässlich von Fukushima. Japan ist technologisch vergleichbar hoch entwickelt wie Deutschland, ist, was die Sicherheitstechnik an AKWs anbelangt, ebenso auf einem vergleichbaren Stand. Japan hat genauso wie Deutschland auf die Atomkraft gesetzt als einer Technologie, die nützlich ist für den Standort. Und jetzt hat der Betrieb der Atomkraft in Japan dem Standort einen schweren Schaden zugefügt. Das lässt Merkel, Röttgen und so weiter nicht unbeeindruckt. Sie sagen jetzt, und jetzt komme ich gerade da drauf, wir müssen dieses Verhältnis von Risiko und Restrisiko, das müssen wir jetzt neu justieren. Es müssen neue Sicherheitsüberprüfungen her. Und da ist zum Beispiel im Gespräch, dass die Vorschriften, die bislang nur für jüngere Meiler gelten, dass die auch auf ältere angewendet werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, es gibt in Deutschland einfach verschiedene Atommeiler-Generationen nebeneinander. Die unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Sicherheitstechnologie der eingebauten und auch in Hinsicht darauf, welche Sicherheitsanforderungen überhaupt an sie gestellt werden. An ältere Meiler werden nicht so hohe Anforderungen bis dato gestellt wie an jüngere. So ein Beispiel ist eben auch schon angesprochen, der Werftschutz von den Reaktoren. Diese äußerste Betonummantelung, die rund ist, die hat dazu sein, Flugzeugabstürze abzuwenden. Bei älteren Meilern sind die auch ausgelegt auf kleinere Flugzeuge, bei jüngeren Meilern dürfen sie auch schon ein bisschen größer sein. Und jetzt ist eben im Gespräch, die Anforderungen für jüngere Meiler auch auf ältere zu übertragen. Daraus folgt dann, wenn sie da durchfallen, gar nicht, dass die abgeschaltet werden, sondern erst einmal ein Aufrüstungsbedarf. Dieser Aufrüstungsbedarf, der kann dann natürlich die Rentabilitätsrechnung schwer durcheinander bringen. Da kann dann schon rauskommen, dass sie auch über das Moratorium hinaus abgeschaltet bleiben. Wenn dem so ist, dann gibt es den Bedarf nach einem Ersatz. Und hier kommen jetzt die alternativen Energien ins Spiel. Was die anbelangt, ist Deutschland mit an der Spitze, was die alternative Energietechnologie anbelangt. Und wenn die erst einmal ausgereift ist,
ausgereift, in dem Sinne nicht einfach Strom zu produzieren, das kann sie ja immer schon, sondern rentabel Strom zu produzieren, dann verspricht sie den gleichen Nutzen wie AKWs, nämlich unerschöpfliche Energiequelle zu sein, eine, wo einzig der technologische Prozess einem Energie produzieren hilft. Sie kommt auch im Unterschied zu AKWs gänzlich ohne Rohstoffe aus, ist insofern gut für den Standort und ohne den Pferdefuß der Atomkraft zu haben. Wenn das nicht mehr nur das Versprechen der alternativen Energien ist, sondern ihre tatsächliche Leistung, dann, aber wohlgemerkt auch erst dann, kommt ein Ausstieg aus der Atomkraft für die deutsche Politik in Frage. Das war jetzt mal nach innen. Welche Konsequenzen ziehen Staaten jetzt im Verhältnis zueinander eigentlich aus Fukushima? Dazu ist erstmal zu sagen, dass radioaktive Strahlung an nationalen Grenzen einfach nicht halt macht. Deshalb ist ein Unfall in einem Nachbarland, es gibt 5 Nachbarländer um Deutschland herum, die AKWs haben, wenn es dort zu einem Supergau kommt, dann ist die Katastrophe auch für den deutschen Standort ein. Insofern wird außenpolitischer Druck ausgeübt auf andere Staaten, bei sich die Sicherheitsstandards nochmal neu zu prüfen. Dazu sagt Frankreich gleich ungefähr das, was Deutschland bis eben noch von seinen AKWs gesagt hat. Unsere AKWs sind sicher. Aber natürlich angesichts von Fukushima, wir sehen uns in der Verantwortung, wir werden auf jeden Fall auch einen neuen Sicherheitstest, eine neue Sicherheitsüberprüfung machen. Ist ja nicht nur bei der, dass man die Nachbarländer mit, die mit überprüfen soll, ist da nicht nur der grenzübergreifende Zuckerbau, sondern es muss da auch sein, wenn die hierzulande Sicherheitstechnik hochgerüstet werden, dann wird der Strom ja auch teurer. Das muss er dann in den Nachbarländern doch auch werden, damit der Konkurrenzvorteil nicht oder kein Konkurrenznachteil für Deutschland entsteht. Kostet das ja, dass der Strom teurer wird? Wenn die Rentabilität, also weniger rentabel sollen die ja nicht sein. Also beziehungsweise auf jeden Fall. Gut, ob der Strom preisig ist, dann ist die Frage, oder zumindest wird es weniger rentabel. Aber das soll gar nicht passieren. Das kommt auch. Ich war der größte vor, wie sprüchlich jeder Mensch wirft und wie jeder Fernsehsendung über das Zeug kommt, für bare Münze zu nehmen, dass doch da auf jeden Fall der Strom teurer werden müsste. Kommt irgendeiner vom Verband der alternativen Energieproduzenten und sagt, wir können das sowieso alles viel billiger. Wir haben jetzt recht, will ich erstmal alles nicht so fressen. Zumindest das Produzieren von Atomstrom wird teurer, zumindest das. Und das heißt ja schon, das ist ein Konkurrenznachteil. Das mag ja sein. Wenn Sie die umrüsten, mag er ja teurer werden. Schon einmal, wenn. Wenn Sie nicht vorher sagen, unrentabel. Eine Strompreiserhöhung ist doch auch noch nicht die Folge. Stimmt. Soweit. Kommt doch drauf an, wo er herkommt. Kam man in Frankreich, ist er sowieso billiger. Das hat er doch gesagt. Das steht da einmal. Der hat doch gesagt, wenn schon Sicherheitsvorkehrungen, dann die auch auf die Nachbarstaaten ausdehnen will, weil man keinen Kostennachteil denen gegenüber haben will. Also versucht man das als europäische Auflage durchzusetzen. Und macht es nicht einfach national. Das ist doch so. Ich denke, die Berechnung geht einfach ein bisschen weiter als einfach auf Stromkosten. Vielleicht einen Moment, weil ich komme gleich auf die Frage, was ist eigentlich die Berechnung? Das ist nicht nur die Sicherheit, das ist aber ein Punkt, den würde ich nicht rausrechnen wollen, da würde ich nicht sagen wollen, das ist nur Energiepreisfrage. Natürlich sehen Sie angesichts von Fukushima, was für Schäden das für den Standort bedeuten kann. Und natürlich wollen Sie die bei sich tunlichst vermeiden. Insofern würde ich das gar nicht alles als Ideologie oder als, es geht nur um den Preis abtun. Nein, denen geht es schon darum, dass sowas nicht passiert. Aber ihnen geht es auch noch um mehr. Und darauf würde ich jetzt gleich kommen. Jetzt gibt es einen Stresstest für AKWs.
Bei dem Stresstest, da versucht Deutschland, andere Staaten auf Richtlinien zu verpflichten, die dann zu einer Nachrüstung bestimmt auch gerade der älteren Leider führen würden. Damit ist bei denen dann die Rentabilitätsrechnung neu auf dem Tisch. Wenn dann rauskommt, eine Aufrüstung macht den Betrieb unrentabel, naja, dann wird es Ersatz brauchen für diese Meiler. Und da hätte Deutschland jetzt ein Angebot zufälligerweise, nämlich grüne Energietechnologie made in Germany. Da denkt sich Deutschland, ja, das ist doch eine Gelegenheit, in der Standortkonkurrenz mit anderen Staaten mal einen Schritt zu machen. Großbritannien und Frankreich ihrerseits, die wollen sich den Nutzen von der Atomkraft, den sie haben, den wollen sie sich nicht nehmen lassen, sondern umgekehrt wollen sie weiter von der Atomkraft profitieren als einem Konkurrenzmittel für sich. Insofern ist klar, wie dieser Stresstest abläuft, so wie er abläuft, als ein einziger Streit. Angefangen bei der Frage der Richtlinien, über die Frage der Teilnahme, ist sie verpflichtend oder freiwillig, und schließlich die Frage der Konsequenzen, sind sie bindend oder nicht. Bisher kam raus, die Sicherheitsrichtlinien haben sich auf Naturkatastrophen, insbesondere auf Erdbeben, zu konzentrieren, ausschließlich zu konzentrieren. Damit sind die zu beherrschenden Störfälle freilich einigermaßen übersichtlich. Daran war vor allem Frankreich und Großbritannien interessiert. Man muss sehen, dass gerade in Frankreich die Energiebewirtschaftung viel stärker auf Atomkraft setzt als in Deutschland. Dort wird zu 80% die Energie aus AKWs bezogen, während in Deutschland es so um die 20% sind. Und das ist jetzt schon mal bemerkenswert. Wenn Staaten einen Schluss aus Fukushima ziehen, dann ausgerechnet den der Konkurrenz. Staaten fällt doch glatt gleich nach der Gefährdung, gleich nach den Gefahren, die sich jetzt zeigen an dieser Katastrophe, eins ein. Nämlich die Frage, wie lässt sich Fukushima als eine Gelegenheit für die Standortkonkurrenz nehmen? Und eine Antwort haben sie auch. Man muss versuchen, Konkurrenzvorteile zu erringen, indem man sich zu dem macht, der die Konkurrenzbedingungen für die Energieproduktion bestimmt. Weil das Ganze eine Konkurrenzfrage ist, ist ihr Ausgang unsicher. Das heizt diese Diskussion über die Chancen und Risiken des Atomausstiegs an. Es ist halt gar nicht ausgemacht, dass ein Ausstieg aus der Atomkraft und ein Umstieg auf erneuerbare Energien wirklich den gleichen Nutzen oder gar noch mehr ins Werk setzt. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wenn man aussteigt aus der Atomkraft, dass den Nutzen, den man von ihr bis dato garantiert hat, dass man den aufgibt. Ob die alternativen Energien den Nutzen wirklich ersetzen, das hängt ein Stück weit schon auch davon ab, wie andere Länder sich dazu stellen, zu dem Angebot Deutschlands mit grüner Energietechnik ihren Energiebedarf zu sättigen. Oder ob sie nicht vielmehr sagen, naja, der Atomstrom Frankreichs oder die Atomtechnologie Frankreichs und Großbritanniens, die sind für mich ein besseres Angebot. Also das ist erstmal noch offen. Deshalb gibt es auch diesen Streit. Aber in dem Ausstiegsszenario der Regierung, das es gibt, da wird schon auf die Atomkraft gesetzt. Da wird auf sie gesetzt, weil sie eben, wie gesagt, einerseits ohne den Widerspruch der Atomkraft auskommt. Sie geht nicht einher mit der Gefährdung des Standorts, aber sie verspricht, eine unerschöpfliche Energiequelle zu liefern. Und wenn durch staatliche Vorleistung, Forschung, Entwicklung und Ausbau einmal stattgefunden haben und sie dann die Leistung der Atomkraft tatsächlich ersetzen sollten, dann werden private Unternehmen erstens selbst zu Produzenten von Energie, von Energie, um eines zu leisten, nämlich eine unabhängigere Versorgung des Standorts. Man ist einfach dann weniger abhängig von ausländischen Lieferanten. Eine zweite Leistung wäre dann, dass
die privaten Unternehmen selbst Anbieter nicht nur von der Energie werden, sondern auch von der Technologie, um eine solche Energiequelle überhaupt hinzustellen. Da wird daran gedacht, dass man doch auf diese Weise den Weltenergiemarkt mal so richtig aufrollen könnte. Ungefähr so, wie es jetzt gerade auch deutsche Unternehmen wie Siemens im Bereich der Atomtechnologie auch tun. So, abschließend will ich nochmal auf die eingangs genannte Ideologie eingehen. Die Energie wäre dafür da, dass die Leute versorgt werden. Die wird auch beim Ausstieg oder Umstieg fruchtbar gemacht. Das Volk wird nämlich darauf eingestellt, dass, wenn es zum Ausstieg kommt, dass dann die Kosten und die Belastungen, dass die auf jeden Fall das Volk zu zahlen hat. Und dass es da auch nichts zu meckern gibt, weil diese Kosten, die sind ja, bekommt man zu hören, angeblich nichts im Vergleich zu den katastrophalen Risiken, die einem jetzt vom Hals geschafft würden. Als ob der Staat das macht oder machen würde, um den Leuten die Gefahren vom Hals zu schaffen. Soweit erstmal zu meinem Vortrag. Die Frage des Atommülls ist ja total ungeklärt. Wie schätzen Sie eigentlich das als Risiko, Konkurrenz oder Kostenfaktor für die Zukunft ein? Also zum Atommüll wollte ich sagen, eben weil es technisch bis heute ungelöst ist, sind die Kosten unkalkulierbar und deshalb hat der Staat auch gesagt, sind sie den Atomkraftwerksbetreibern nicht zuzumuten. Deshalb nimmt das in die eigene Hand. Was er Betreibern zumutet, das ist, dass sie abgebrannte Brennstäbe in Abklingbecken legen müssen und da einige Zeit dann auch ein paar Kosten auf sie zukommen. Aber das tatsächliche Endlagern, ja, das ist einfach ein Großexperiment. Er weiß ja selbst nicht, wie das gehen soll. Und gleichwohl müssen sie irgendwo gelagert werden. Also findet es einfach als dieses Experiment statt. Mit den entsprechenden Gefahren und Szenarien, die man berichtet, bekommt, wenn man mal guckt, wie es in Asse oder sonst wo zugeht. Oder? Gerade wenn ich jetzt an Asse denke, da ist eigentlich so, dass die dort was gelagert haben, was sie dann auch privaten Leute machen lassen haben und jetzt nicht mal wissen, wie viel oder was da drin ist. Und was mich eigentlich überrascht, dass dann die Bevölkerung, gerade jetzt, wenn diese Castortransporte gemacht werden und sich die Menschen wehren, eigentlich immer noch die Mehrheit, würde ich sagen, eigentlich der Bundesbürger immer noch und autonomen und von Chaoten reden. Weil es eigentlich klar ist, dass hier ein Kosten- und ein Risikofaktor, das noch hunderte und tausend Jahre eigentlich das Volk belastet. Und dann überrascht mich eigentlich, dass hier nicht mehr Widerstand dagegen, das war ja früher eigentlich relativ kräftig und trotzdem haben sich eigentlich die Energieunternehmen durchgesetzt, obwohl diese Frage ja von Anfang an auch gestanden ist. Was machen wir denn dann mit abgebrannten Stäben? Wenn sie jetzt ja die AKWs abschalten, ist das ja nicht so, dass es nichts mehr an Gefahr da ist, sondern wir müssen ja weiterführen, die Kosten laufen ja weiter. Und das muss ja das Volk tragen und nicht die Energiewirtschaft, die eigentlich ja nur noch die Gewinne kassieren kann. Und dann überrascht mich eigentlich, dass das Volk das einfach so stillschweigend mehr oder weniger akzeptiert. Ja, also Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, früher gab es mehr Widerstand. Es gab früher auch eine richtige Anti-AKW-Bewegung. Das war aber, bevor das Anliegen, gegen Atomkraft zu sein, bevor das eine Repräsentation in der Politik hatte. Lange Zeit war es einfach politischer Konsens, darauf zu setzen. Und da gab es eine Bewegung, die hat sich richtig mit dem Staat angelegt, weil ihr Anliegen dort kein Gehör fand. Als dann aber die Grünen dieses Anliegen politikfähig gemacht haben und mit sich in die Politik gebracht haben, naja, da war erst einmal die Grundlage für diese Sorte Widerstand, die es damals gab, dadurch erledigt. Und wenn man jetzt heute mal guckt,
anlässlich vielleicht der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ja, da haben viele sicherlich jetzt grün gewählt, auch mit der Auffassung, machen wir eine Denkzettelwahl für Schwarz-Gelb oder auch einfach nur mit der Auffassung, wir wollen eine andere Atompolitik. Und dafür stehen die Grünen. Und dann wurden die Grünen gewählt und was war danach? Da haben die Grünen gewählt haben, waren erstmal zufrieden, haben sich nicht beteiligt an irgendwelchen Blockaden von Autonomen. Warum nicht? Weil sie das bekommen haben, was sie wollten. Sie haben einer anderen politischen Mannschaft, der sie vertrauen, dass sie die Sache verantwortungsvoll im Sinne des Standorts regelt. Der haben sie ihre Zustimmung erteilt und die haben sie auch bekommen. Was Autonome angeht, mit denen will sich ein normaler Bürger erstmal überhaupt nicht gemein machen. Da sagt er sofort, wenn Autonome irgendwas blockieren, das ist die Gewalt und die rufen eher den Staat, als dass sie umgekehrt sagen, die haben ja vielleicht ein feines Anliegen. Also die sehen das Anliegen bei der Politik gut aufgehoben, würde ich sagen. Zumindest bei der Politik, der sie in der Richtung vertrauen. Vielleicht zu Grünen noch dazu zu sagen, dass die Ausstiegsszenarien, die da berechnet werden müssen, oder berechnet werden, mit genau den gleichen Vorgaben berechnet werden wie bei den anderen auch. Bloß mit dem Unterschied ist man, wo die bis jetzt zumindest die CDU ja darauf gesetzt hat, die Atomenergie ist das Konkurrenzmodell für Deutschland. Die Grünen eher in der Spekulation auf das andere Modell setzen, aber im Prinzip genau das Gleiche erreichen wollen. Also wirklich das Gleiche geht, nur mit einem anderen Mittel. Auch nach dieser Wahl haben die Grünen nicht gesagt, so, jetzt werden die AKWs abgeschaltet. Von 4 AKWs in Baden-Württemberg werden 2 erstmal vom Netz genommen. Die anderen 2, was soll mit denen geschehen, die sollen sicherer gemacht werden. Also da schlagen sie sich durchaus noch weiter rum auf der Seite der Abwägung von dem Nutzen, den diese Dinger liefern und dem vertretbaren Risiko oder dem Risiko, dass eben dem Volk zugemutet wird für den Nutzen. Ja, und der Kretschmann war ja noch nicht gewählt, hat er schon erklärt, ohne irgendeine Not aus freien Stücken, dass er ein Endlager hier auch in Baden-Württemberg zu tun hat. Irgendwo müsste das Zeug hin. Seit der vierten habe ich jetzt nichts gehört zu angekündigten dritten Punkt, nämlich der Kritik an alternativer und generierter sondern dezentralen Strukturen, Kraft-Wärme-Pumpe etc. Ja. Das hast du vielleicht auch schon genannt. Nee. Wenn ich, dann müsste das vielleicht hier nochmal kurz sagen. Zum einen, dann will ich nur dann, wenn es über die These hinausgeht, dass das ja eh im kapitalistischen Raum stattfinden muss, deshalb nicht bedarfsorientiert umgesetzt werden kann. Mhm. Ja. Stimmt, dieser Punkt, der kam noch nicht vor. Es ist so, dass gerade viele Gegner der Atomkraft, das was ich eingangs als Ideologie des Staates bezeichnet habe, bei der Energie ging es um die Versorgung der Leute, dass sie das wirklich wörtlich nehmen. Dass sie denken, bei der Energie, da müsste es doch um die Versorgung der Leute gehen. Und dann sagen sie zum Beispiel Atomkraft, nein, danke. Da wird nein, danke gesagt, das sagt man natürlich, wenn man was angeboten bekommt, was man warum auch immer halt für sich nicht will. So, wenn man es als Angebot für sich hält, dann kommt sowas raus, dann kommen konstruktive Vorschläge raus, wie, und jetzt ist wichtig, wie Versorgung mit Energie auch gehen könnte. Und da kommen dann dezentrale Strukturen, Kraft-Wärme-Kopplungen und solche Sachen raus. Was ich daran für falsch halte, ist Folgendes. Das kommt daher als eine Kritik an kapitalistischer Energieproduktion. Ich meine, wenn man kapitalistische Energieproduktion kritisieren will, muss man sich schon klar machen, was das Kapitalistische daran ist. Wieso eigentlich der Staat weit über das Maß hinaus, was man als alternative Energienbefürworter sich vorstellt, Energie produziert. Er will sich in der Konkurrenzschlacht mit anderen, da will er sich einen guten Platz verschaffen. Diese Konkurrenzschlacht, die will er auch in Zukunft gewinnen. Und für diesen Zweck, da sind einfach Kraft-Wärme-Kopplungen nicht geeignet.
die gibt es hier schon, die spielen eine marginale Rolle. Aber für den Zweck, sich in der Wirtschaftskonkurrenz gegen andere durchzusetzen, da sind sie einfach für die großen Energieunternehmen nicht geeignet. Insofern kommen sie da auch entsprechend kaum vor. Nee, ich würde es umgekehrt sagen, die hinken nicht nach. Ich würde es umgekehrt sagen wollen. Ich würde sagen wollen, die BRD, die hinkt da nicht nach, sondern vielmehr, Deutschland ist doch Export-Vize-Weltmeister. Die sind doch ganz vorne dran. Die haben doch die Energieriesen, die den internationalen, insbesondere europäischen Markt aufrollen sollen, die mit ihrer Größe sich im Ausland einkaufen und andere aufkaufen sollen. Für diese Zwecke, wo sie schon recht weit sind, da braucht es Größe. Und das, was ich jetzt von Skandinavien höre, ich habe ja gar nichts dagegen. Kraft-Wärme-Kopplung für den Zweck der Versorgung, ja, das ist eine prima Sache, das stimmt schon. Aber jetzt wollte ich einfach mal sagen, gerade an Deutschland, dieser Zweck, das ist nicht der Zweck der Energieproduktion. Das ist er auch nicht in Skandinavien. Aber da mag die Kraft-Wärme-Kopplung einfach schlicht, was die Versorgung anbelangt, insofern ein Stück weit Sozialstaatsmaßnahmen eine größere Rolle spielen. Aber auch dort wird es sicherlich den Strom geben gegen Geld. Also, das nicht jetzt. Aber der Witz ist erst vor der Gegend, na klar, kannst du beim Blockheizkraftwerk Geld verdienen. Musst du Wärme und Strom ja nur Steuer genug machen. Aber das ist ja gerade der Witz. Also wenn man sagt Alternative, muss man sich überlegen, wozu soll es eine Alternative sein? Da hat er gerade gesagt, der Hauptwitz an dem, was an Energiepolitik in der Republik existiert hat, war ja gerade, dass jeder seinen Eierkocher betreiben kann, wie mit der Wahrheit ist. Sondern, dass man ein Stück Wirtschaftspolitik mit der Energiepolitik betreibt und darüber hinaus mit den vier Energiegiganten Weltmarkt aufmischt. Jetzt ist dafür eine Form der Energiegewinnung auch wichtig, die diese Giganten betreiben. Da ist das Blockheizkraftwerk und sowas, das ist Heimat, aber das ist nicht Kapitalismus. Also wenn E.ON was betreibt, dann sollen in großen Einheiten massenhaft Strom produziert werden und mit sowas kann man auf der Welt antreten und kann sagen, so, ich bin in der Lage, Regionen zu versorgen mit meiner Energiegewinnungstechnologie. Und zwar in großmaßstäblich und in Riesenmengen. Dafür wird das Windradl eben nicht irgendwo auf den Buckel gestellt, sondern in Größenordnung in die Nordsee, dass so ein Windpark quasi energieerzeugungsmäßig an AKW gleichkommt. Oder sogar zwei Blocks. Also es wird halt in der Form Alternativen für das zu, was AKWs liefern. Da muss man sich halt entscheiden, wofür will man sagen, wir hätten eine Alternative. Das sind zwei Zwecke der Energieversorgung, die gar nichts miteinander zu tun haben. Deswegen ist das, was solche Vorstellungen an Alternativen anbieten, gar keine Alternative zum Staatsprogramm. Umgekehrt ist das, was die Politik sich als Alternative jetzt ausmalt, gar keine Alternative zu diesem, man könnte sich so gemütlich versorgen. Sondern ist tatsächlich ernst zu nehmen, eine Alternative zu den AKWs. Weshalb diese Windparks hingestellt werden müssen, weshalb es riesige Energietrassen geben muss, weil man dann auch gigantische Megawatts zu übertragen hat, wie bei den AKWs. Da kommt das alles her und da kommt dann das Argument her und das wird euch ganz schön was kosten. Weil daraus
Zusatzlob, weil du mit dem Kostenargument gekommen bist. Es ist schon mal lustig. Es gibt in Europa einen gigantischen Stromüberschuss. Das Erste, was die Drecksäcker einem erzählen, ist, wenn wir aussteigen, das wird bald teuer. Da kommen natürlich alle auf die Idee und sagen, es gibt doch einen riesen Stromüberschuss, dann kaufen wir unseren Strom halt auswärts. In Frankreich zum Beispiel, da ist er sogar noch ein wenig billiger als hier. Nur könnte für uns alle der Strom billiger werden anstatt teurer. Sagen die, das geht nicht. Warum? Ja, das ist doch dann Atomstrom. Also um in Frankreich keinen Atomstrom zu kaufen, hätten wir lieber Atomkraftwerke hierzulande. Wo ist denn die Logik? Die einzige Logik ist, importieren von Energie kommt nicht in Frage, weil unser Konkurrenzstandpunkt ist genau umgekehrt. Wir wollen mit unserer Energieversorgungstechnologie auf die Welt losgehen und nicht plötzlich neue Abhängigkeiten eingehen. Und dafür sollen die Leute Kosten in Kauf nehmen und nicht, weil irgendeine blöde Alternative teurer wäre, sondern bloß ihr Programm, das sie jetzt forcieren wollen. Das kostet natürlich einen Stammerl. Und schon sollen wir das tragen, weil wir ja dankbar sein müssen, dass wir vielleicht jetzt auch selbst verspart werden. Das ist die ganze Frechheit. Teurer werden müsste am Ausstieg gar nichts. Der Strom ist in Europa fast überall mindestens so billig wie bei uns. Aber um Gottes Willen, von auswärts exportieren wollen wir Strom. Und natürlich am liebsten noch unsere neue Technologie dazu. Deshalb Stresstest. Überall, wo Atomkraftwerke zugemacht werden, steht dann E.ON auf der Matte und sagt, wir haben eh schon den größten Windpark in der Nordsee. Bitte schön, wir bauen euch ja auch auf das Matterhorn auf. Also hier in der Konkurrenz Angebote machen andere Ausbremsen. Und nicht, oh, das wird aber teuer. Schlusswort, sollen wir uns allen weigern, dann mehr für Strom zu zahlen, wenn sie morgen kommen? Du hast vorhin die Frage gestellt, warum gibt es da nicht mehr Widerstand? Vielleicht aus demselben Grund, aus dem die Leute jetzt offenbar massenhaft fressen, dass sie brechen müssen für den Ausstieg. Weil alle haben gesagt, für unseren Bedarf an Versorgung brauchen wir doch kein AKW. Die ganze Anti-AKW-Bewegung, auch vor den Grünen, ist nicht hingegangen und hat sich mal Rechenschaft darüber abgelegt, was da für ein Staatsprogramm zu Gange ist, das ihnen das zumutet. Sondern haben sich lieber der Illusion hingegeben, die Politik wüsste eigentlich gar nicht so genau, was sie da anstellen. Als ob die selber nicht genau wüssten, welches Risiko die sich da hinstellen. Und haben sich gar nicht gefragt, warum machen die das? Haben also auch nicht den Übergang gemacht, zu sagen, aha, so geht kapitalistische Rentabilitätsrechnung und imperialistisches Konkurrenzdenken mit den Leuten als Material und die Klammer bleiben darauf auch als Opfer mit ihrer Scheiße um. Also kommt es nicht darauf an, AKW nein, danke, sondern der Rechnungsweise, der kapitalistischen, liberalistischen Rechnungsweise, das Handwerk zu legen, weil sie das den Leuten zumuten. Der Übergang in der Bewegung, wie passiert? Deswegen konnten die Grünen diese Angst apolitisieren und haben glatt dieselben Leute damit zufriedengestellt, dass sie gesagt haben, in vielen Jahren werden wir mal aussteigen. Und dasselbe passiert jetzt wieder. Jetzt werden sie mit den Alternativen der gleichen Rechnung konservieren, die Leute, und sagen, ach, ist das fein. Wann ein AKW ist mehr. Die Sendung Tour geht, die Rechnung des Staates einmal hinzunehmen und sich dafür zum Material machen zu lassen. Klar ist das dasselbe wie das AKW. Ich bin mir jetzt auch lieber die Scheiße mir die Herumstellung abschalten. Aber dass ich deswegen die Rechnung gut finden soll und analytisch sprechen soll, ist überhaupt nicht eine Scheißrechnung, die mit uns als Material.
gerade kalkuliert. Also vielleicht auch nochmal meine Kritik heute Abend, die galt jetzt nicht den AKWs. Die AKWs sind schlecht, aber man sieht an ihnen eher die Schädlichkeit der Rechnungsweise, die hierzulande gilt. Die macht sich auch bemerkbar im Bereich der Energiebewirtschaftung bei AKWs, die entsprechende Schäden und Gefahren für die Leute in Kauf nehmen. Aber die ist es doch, die, wenn man mal was machen will, die man sich dann vorknüpfen sollte. Und wo man auf lauter Leute trifft, die das so nicht sehen, die sich viel mehr einleuchten lassen. Ja, aber das braucht es doch. Die sich zum Beispiel einleuchten lassen, ja, das braucht es doch für mich, für meine Versorgung, für mein Zurechtkommen. Die aus der Abhängigkeit hier auch vom Standort, von dem, wie es hier um die Wirtschaft steht, am Ende auch ein Einsehen haben. Sei es dabei, dass sie mehr bezahlen müssen, sei es aber auch mal ein Einsehen haben, dass AKWs doch noch länger laufen müssen. Ja, wenn es dem Standort sonst schadet, ja, wer kann das wollen, wenn man doch abhängig ist von einem Arbeitsplatz? Und wann hat man den Arbeitsplatz? Naja, auf jeden Fall ist er sicherlich schneller mal gefährdet, wenn es um den Standort schlecht bestellt ist. Aus dieser Abhängigkeit heraus, da haben die Leute Einsehen in alle möglichen Härten, die mit ihnen angestellt werden. Deswegen wird wahrscheinlich der Schritt ein bisschen weiter gehen müssen, als nur ein anderen Strom produzieren, weil die Abhängigkeit, die müsste mal in Frage gestellt werden, bevor man wirklich was im Griff bekäme. Also solange halt diese Abhängigkeit immer mitkalkuliert, in der man Geld verdienen muss. Insofern mag und keiner sagen will, ich will diese Abhängigkeit endlich von los werden, zwar günstiger. Solange will sich auch keiner wirklich um so Sachen wie Atomstrom oder Energieproduktion wirklich kümmern. Weil sie dann immer die Rechnung gemacht kriegen, du bist aber doch davon abhängig, dass das so läuft. Ja, also das Perfide ist doch irgendwie, dass jetzt praktisch mit dem, dass die AKWs aufgrund der neuen Sicherheitsüberlegungen gekoppelt mit Rentabilitätsüberlegungen, dass da welche abgeschaltet wurden, erstmal vorübergehen und jetzt voraussichtlich dauerhaft, dass das als Vorteil verkauft wird, für den man dann in Kauf nehmen soll, was solche Trassen oder solche Speicherwerke oder sonst irgendwas mit den gleichen Kriterien, also mit den gleichen Kriterien von Kraftwegen, Rentabilität, Marktführerschaft, alles Mögliche. Da soll man dann erleichtert sein als Bürger, dass einem jetzt diese mögliche Supergau, wie die Fukushima erspart hat, um das Kadern von Staatswegen hat sich nicht geändert. Und das soll man dann als Vorteil nehmen. Das ist ja die, so habe ich jedenfalls verstanden, das ist die Lüge oder das Schmacher machen. Ich weiß nicht, ob das richtig Vater ist. Aber du stehst der Dreh davon ist, dass das, was du sagst, was an der Einrichtung zum Mittagessen vorgestellt. Also irgendeine Kalkulation von staatlicher Energiepolitik geht doch nicht davon, kommt doch nicht gar nicht vor. Sondern es wird alles vorgestellt als bisschen notwendige Maßnahmen, um AKWs abschalten zu können. Das ist doch der ganze Trick. Und wenn ich es so vorstelle, hey, damit wir die Dinger abschalten können, müssen wir doch glaube ich nicht mehr abschalten. Das ist doch so unschuldig. Wer sagt denn da, nein, da bin ich überverstrahlt werden, da gibt es wirklich wenig. So ganz hart
wenn man über, das heißt über dieses Thema oder über andere Themen mit uns weiter diskutieren will, dann bieten wir regelmäßige Diskussionstermine an, so auch nächsten Donnerstag wieder hier im Feuerwehrhaus, im Foyer, das ist nebenan, und zwar um 19.30 Uhr. Auf der Homepage www.gegenstand.-s.de, da finden sich auch die regelmäßigen Veranstaltungsankündigungen, auch die Ankündigung dieses regelmäßigen Diskussionstermins, was dann da immer aktuell Thema ist, kann man da dann sehen.